Eine optimale Segelstellung ist der Anfang für schnelles und sicheres Segeln. In diesem Tutorial wollen wir euch die Indikatoren näher bringen, nach denen ihr eure Segelstellung auf den unterschiedlichen Kursen gut anpassen könnt. An der Drahtseilverbindung zwischen den Bugspitzen und dem Vorstag, dem Hanepott, hängen die sogenannten Windspione oder Spionfäden. Diese zeigen den aktuell anströmenden Wind an. Steht der Katamaran mit dem Bug im Wind, so wie beispielsweise beim Segelsetzen am Strand, wehen sie nach hinten und zeigen so die Richtung des atmosphärischen Windes an. Sobald ihr lossegelt, kommt noch der Fahrtwind hinzu. Die Mischung dieser beiden Winde, die nun in euer Segel drückt, nennt man relativen Wind. Die zuvor angesprochene optimale Segelstellung orientiert sich demnach immer nach der Richtung und Stärke des relativen Windes. Beim genauen Beobachten des Windspions fällt nun auf, dass sich die angezeigte Richtung abhängig vom gefahrenen Kurs, der Stärke des atmosphärischen Windes, aber auch der Fahrtgeschwindigkeit ständig ändern. Daraus folgt, dass auch die Segelstellung immer wieder überprüft und angepasst werden muss. Für den Feintrim der Segel gibt es weitere Indikatoren, die sogenannten Telltales. Die paarweise im vorderen Drittel der Segel angeklebten Fäden zeigen die Luftströmung am Segel an. Sind die Segel optimal angestellt, wehen alle Telltales horizontal nach Achtern. Sollte der an der Luftseite des Segels angebrachte Faden eine Verwirbelung anzeigen, müsst ihr das Segel dichter holen oder abfallen, um wieder die optimale Anströmung zu erreichen. Verwirbelt dagegen der Leefaden, muss das Segel weiter gefiert bzw. angeluft werden. Eine schöne Übung für das Arbeiten mit den Telltales ist das Fahren eines hohen Amwindkurses. Dazu holt ihr die beiden Segel dicht und luft mit Blick auf das Luft-Telltale der Fox so weit an, bis das Luft-Telltale gerade eben anfängt zu zappeln, um dann wieder so weit abzufallen, dass es gerade Achter ausweht. So entsteht eine Schlangenlinie an der Amwindkante. Viel Spaß beim Ausprobieren, wünscht euch euer VDWS Instructor Team.